Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zu meinem Fachvortrag. Es wurde schon gesagt, breitbandige Bestimmung der dielektrischen Materialparameter mithilfe eines vektorellen Netzwerkanalysators. Kurz zu mir, mein Name ist Tobias Högerl. Ich habe, wie gesagt, studiere hier im Master, letztes Semester. Die Masterarbeit steht noch aus. Im Zuge eines Projekts Angewandte Wissenschaften mit Herrn Professor Hiebel zusammen habe ich ein Thema bearbeitet. Ziel dabei ist es immer, mithilfe wissenschaftlicher Methoden Praxiserfahrung zu sammeln, neues Wissen zu generieren für sich selbst und für andere und sich ein neues Gebiet zu erschließen. Was haben wir gemacht? Nun, für die Entwicklung und Simulation hochfrequenter Steckverbinder ist es immer gut zu wissen, wie verhalten die sich im hochfrequenten Feld. Und dazu wurde im Laufe des Projekts ein Prüfadapter geschaffen, wo man eben eine Materialprobe hineingeben kann und dann man bekommt dann über den vektorellen Netzwerk man möchte herausfinden, wie ist die Permeabilität, wie verhalten sich die Isoliermaterialien und Vergussmaterialien, Keramiken im Gigahertz-Bereich. Wieso macht man sowas? Nun, das Problem ist, dass die meisten Hersteller diese Angaben wie die Permeabilität, den Verlustfaktor und Epsilon R', meist nur bei einem Megahertz angeben und man da natürlich nur schlecht eine Aussage über ein breitbandigeres Spektrum treffen kann und vor allem im Gigahertz-Bereich reicht natürlich dann eine detaillierte Betrachtung nicht mehr aus. Epsilon R an sich ist bekannt soweit. Epsilon R ist die Permeabilität. Man hat im Endeffekt Epsilon R Strich. Ich weiß nicht, ob ich hier auch eine Kreide bekomme. Rechts. Ach, hier unten, genau. Danke. Um was es dann geht, ist Epsilon. Und das ist ja im Endeffekt Epsilon R Strich plus den imaginären Anteil beziehungsweise den Verlustanteil Epsilon Strich Strich. Und darüber wollen wir eine Aussage treffen können für unterschiedliche Materialien. Okay. Wie will ich vorgehen? Wir werden kurz die Randbedingungen des Projekts anschauen. Wir werden uns unterschiedliche Verfahren, 6 Stück, anschauen. Das sind natürlich nur eine Auswahl von Verfahren, die möglich sind. Wir werden uns den Messaufbau genauer anschauen, der dann aufgebaut wird. Ein Signalflussgraph, das heißt, wie kann man sich das Ganze vorstellen, wie soll man sich das Ganze vorstellen. Wir werden den Auswertalgorithmus bzw. die Formeln anschauen. Wir haben auch bereits einen Test durchgeführt mit S-Parametern und einer Feldsimulation. Und im Ausblick werde ich dann zeigen, was wir in Zukunft noch vorhaben, was noch zu tun ist. Die Vorgaben sind nicht viele, aber sie sind strikt. Es ist gefordert, eine detaillierte Betrachtung im Gigahertz-Bereich, wie schon gesagt. Zur Verfügung stehen die S-Parameter und auch Streuparameter S21 und S11 von einem Netzwerk. Als vektorielle Messwerte sind die gegeben durch den Netzwerkanalysator. Der Frequenzbereich soll sich von 10 MHz bis in 8,5 GHz Bereich bewegen. Die Ergebnisse sollen, wie schon gesagt, die Permittivität sein, Epsilon R über der Frequenz dargestellt, sowie den Verlustfaktor Tangens Delta ebenfalls über der Frequenz. Mögliche Verfahren. Es gab natürlich eine Handvoll, nur ein paar kommen in Frage. Ein paar sind mehr geeignet, ein paar weniger geeignet. Was haben wir denn? Also, fangen wir oben an. Die ersten zwei kann man auch fast zusammenfassen zur Transmission Reflection Line Methode, nennt man das dann. Wir haben den Koaxialleiter und den Hohlleiter.
Nun, der Koaxialleiter, was braucht man dafür? Wir brauchen eine definierte Halterung, in der wir die Probe immer wieder auf die gleiche Art und Weise einlegen können, damit wir davon ausgehen können, dass unsere Messwertänderungen nicht daher kommen, dass wir die Probe diesmal ein bisschen anders, ein bisschen in die Richtung, ein bisschen in der Richtung eingelegt haben. Das heißt, wir brauchen eine Reproduzierbarkeit bei bekannten Parametern. Der Prüfling sollte immer wieder gleich eingesetzt werden und so kann man dann am Ende die Halterung wieder rausrechnen. Bei der Koaxialleitung können wir im Endeffekt einen Frequenzbereich von DC bis 110 GHz gehen. Die 110 GHz ist quasi der Bereich bis zu den ersten höheren Moden der Koaxialleitungen. Auch hier wieder im Endeffekt können wir dann nicht mehr genaue Aussagen treffen über den Bereich hinaus. Aufgebaut wird das Ganze als, im Endeffekt hat man hier den Hohlleiter und baut hier in der Mitte die Probe ein. Angeschlossen wird es dann ebenfalls mit Leitungen wieder. Ja, Netzwerkanalysator natürlich noch dazu. Zack, verbunden. Der misst uns das Ganze dann raus. Das zweite Verfahren, das man anwenden kann, wäre der Hohlleiter. Ist im Endeffekt das gleiche, fast nur rechteckförmig. Das heißt, man hat dann einen rechteckförmigen Leiter und hat dann eben hier wieder die Probe drin. Man braucht noch einen Eingang, um die Leitung im Endeffekt, das Signal einzukoppeln in den Hohlleiter hinein, um dann das Signal durch die Probe schicken zu können. Der Messbereich würde sich bewegen im 1 GHz bis 1 THz Bereich. Es ist für unseren Versuch also nicht breitbar nicht genug. Und ein Problem, man sieht schon auf der Folie, es ist kein Problem, aber es ist rechteckförmig. Man hat dann hier wieder Probleme, das Feld lässt sich nicht mehr ganz so leicht und elegant berechnen. Genau. Das heißt hier Schwierigkeiten im Verzug. Das nächste wäre das offene Koaxialleiterende. Man hat im Endeffekt eine Probe. Form ist nicht unbedingt wichtig. Bin ich das, ja? Na. Die Hochfrequenztechnik. Also, wir haben im Endeffekt eine Probe. Und setzen einen Messkopf auf, kann man sich ja vorstellen wie ja, bei den bildgebenden Verfahren. Man hat den Messkopf, setzt ihn auf und im Endeffekt jagt man dann hier wieder sein Signal durch den Prüfling. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir den Übergang gut schaffen müssen. Das heißt, hier in dem Bereich, wo wir aufsetzen, brauchen wir natürlich einen glatten Übergang oder ein weiches Material, damit wir keine Lufteinschlüsse haben, die wieder Reflexionen hervorrufen würden. Das heißt, hier zwar sehr gut ambulant messbar, allerdings schwierig von der Umsetzung. Ja, und Masse und so, ist auf der anderen Seite die Luft oder wie das ist? Kommt natürlich immer an den Netzwerkanalysator angeschlossen. Das ist der Prüfling, das unten auf dem Tisch. Problem hier auch, Sie sprechen es schon an, es ist richtig, das Messobjekt muss so groß sein, dass wir davon ausgehen können, dass das Feld innerhalb des Messobjekts bleibt. Weil sonst wir wieder nicht unterscheiden können, ich bin das jetzt nicht mehr, was sind Verluste und, einen Moment, mein Handy ist weg. Wir wissen nicht mehr, was sind Verluste und was ist jetzt unser wirklicher Messwert. Genau, Epsilon-Strich-Strich ist dann nicht mehr genau definiert. Genau, ambulant sehr gut möglich. Weiteres Verfahren wäre der Kondensator oder einfach eine Messung zwischen Kondensatorplatten. Man hat im Endeffekt die Kondensatorplatten.
schließt rechts und links an und in der Mitte kommt als Folie diesmal unsere Messprobe. Die Folie muss natürlich dünn sein. Die Folie sollte von Materialeigenschaften her konstant und homogen sein. Ist auch das Problem an der ganzen Geschichte. Vorteil wäre, wir können von DC bis 1 MHz gehen. Ist natürlich noch nicht hoch genug. Wir wollen in den Gigahertz-Bereich. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn wir über 1 MHz wird schwierig, weil wir dann wieder Moden auf den Platten bekommen. Das heißt, die Abstrahlung wird wieder relevanter von den Platten. Wir wissen wieder nicht mehr, was geschieht wirklich zwischen unseren Platten und wie viel Verluste haben wir außenrum. Jetzt könnte man sagen, die Platten, die könnte man ja kleiner machen, dann hat man weniger Probleme mit Abstrahlung. Stimmt nicht ganz so. Zum einen brauchen wir natürlich groß genug Platten, damit wir den Effekt messen können, wenn wir die Folie einbringen zwischen die Platten. Und zum anderen, der Streuanteil im Gegensatz zum in dem Anteil, den wir wollen, wird größer, wenn wir kleiner werden. Das heißt, das wird alles wieder ungenauer und für uns wieder nicht umsetzbar. Nächstes Verfahren wäre die Freiraummessung. Im Endeffekt, wenn man es jetzt ich als Nicht-Funker dilettantisch aufmalt, haben wir zwei Antennen und im Endeffekt wieder in der Mitte als Folie eingebracht unsere Probe. Zwischen zwei Antennen, genau. Gemessen wird dann die Dämpfung und die Phasenänderung und man hat hier wieder den Effekt, man misst vorher, man misst nachher, hat eine Differenz, aus der Differenz rechnet man wieder Epsilon' und Epsilon' raus, wobei Epsilon' wieder die Verluste sind. Das Ganze ist im Gigahertz-Bereich beschränkt. Wir haben hier Frequenzen über 1 Gigahertz, weil wir natürlich auch das Signal auskoppeln müssen mit den Antennen. Das heißt, wir sind hier nicht beliebig breitbandig unterwegs. Die letzte Methode, die hier noch gezeigt wird, natürlich hatten wir mehrere im Kopf, ist die Resonator-Methode. Ja, Resonator-Methode kann man sich vorstellen wie eine Keksdose, in der das Material eingebracht wird. Das heißt, zack, und in der Mitte entweder komplett vergießen oder eine Platte einbringen. Auch hier wird wieder Signal eingekoppelt. Die Messfrequenz ergibt sich im Endeffekt hier aus der Resonatorgeometrie, das heißt aus den Geometrien unserer Keksdose. Dabei wird die Messfrequenz Epsilon' wieder zugeordnet und die Güte des Resonators, das heißt, wie breitbandig bin ich, daraus kann ich dann auf Epsilon' schließen. Wir sind hier auch in einem Frequenzbereich von größer 10 MHz unterwegs. Genau. Gemessen wird hier wieder die Frequenzverschiebung, das heißt die Reflexionsmessung des Hohlraumresonators. Nun, was schätzen Sie, für was wir uns entschieden haben? Quarks. Ja? Okay, mit Quarks, ja, da liegen Sie schon sehr richtig. Genau, wir haben uns dafür entschieden. Es ist zwar keine Messung, die man so leicht ambulant durchführen kann, aber es ist einfach der Frequenzbereich ist der passende. Es ist sehr robust, wir setzen auf den Typ N-Steckverbinder und es ist, wenn man den Aufbau richtig macht, durchaus reproduzierbar, was natürlich wichtige Faktoren sind für uns. Ja. Klar, ja, irgendwann ist überall, genau, ja, genau. Genau, die höheren Moden sind dann das Problem irgendwann. Messaufbau und, schauen wir mal rein, Messaufbau ist relativ simpel. Wir haben einen Netzwerkanalysator vektoriell. Warum eigentlich vektoriell? Na, wir messen, wollen die Amplitude und die Phase wissen und der Netzwerk
Analysator gibt uns das Ganze als komplexen S-Parameter aus. Als Messleitungen werden dann Koaxialleitungen verwendet. Die Probeaufnahme hat jeweils dann zwei Impedanzsprünge. Und die Impedanzsprünge sind natürlich, die sollte man vorab modellieren, sollte man wissen, was passiert. Und deswegen schauen wir uns den Signalflussgraphen an. Ist hier im Endeffekt nur noch der Probenhalter zu sehen. Wir haben drei Volumina im Endeffekt. Die 1 ist Luft, die 3 ist Luft und die 2 wäre unser Messobjekt, unsere Materialprobe im Endeffekt. Wenn man sich dann den ersten Impedanzsprung genauer anschaut, reingezoomt sozusagen, dann sehen wir hier den ersten Impedanzsprung, das heißt von 1 nach 2. Impedanzsprung, ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Im Endeffekt kann man sich es auch ein bisschen so vorstellen, wenn man Licht hat, das von Luft in Wasser übergeht, hat man ja auch diesen Phasenknick. Und im Endeffekt passiert ja das Gleiche. Die Wellenlänge wird geändert und die Phase wird verschoben. Genau, die Abbildung zeigt dann eben den Impedanzsprung. Wir haben die Wellengröße A1, mit der speisen wir vorne rein. Am Impedanzsprung haben wir dann sofort die reflektierende Welle B1, die sich entgegengesetzt der ursprünglichen Ausbreitungsrichtung bewegt. Und wir haben den transmittierten Teil, der dann die Wellengröße A1' darstellt. Dann zusätzlich haben wir natürlich hier von A1 nach B1 haben wir noch den Reflexionsfaktor eingezeichnet unten oder drin und den Transmissionsfaktor oben von A1 nach A1'. Das ist jetzt der erste Teil der ganzen Geschichte. Der zweite Teil ist natürlich das passende Gegenstück. Impedanzsprung von 2 nach 3. Wenn man nochmal zurückgeht, das Tor A1, B1 ist natürlich das äußere Tor und wir haben zwei innere Tore, wenn man es am Schluss zusammenbaut. Was haben wir noch? Wir haben die Impedanzen sind noch eingezeichnet mit Luft, 50 Ohm angenommen und die Wellenimpedanz eben von unserem zu messenden Material. Zusammengebaut oder auch vereinfacht sieht es dann so aus. Im Endeffekt haben wir am Anfang den linken Teil. Wir haben zwei Tore, also Eingangstor und Ausgangstor und wir wissen im Endeffekt nicht wirklich, was da drin passiert. Das heißt, wir kriegen die zwei Messwerte, S21 und S11. Die werden gemessen, diese Streuparameter. Und gesucht sind dann unser Transmissionsfaktor und der Reflexionsfaktor. Nun, wie kommen wir jetzt darauf? Dazu nutzen wir eben die zwei Signalflussgraphen, die wir gerade hatten, bauen die zusammen. Das heißt, genau, S11 ist dann eben der Eingangsreflexionsfaktor und zwischen Tor 1 und Tor 2 haben wir dann eben S21 als Vorwärtstransmissionsfaktor. Genau. Wir haben eben, man sieht auch, S21 ist quasi das Verhältnis von B2 zu A1 und der Streuparameter S11 ist das Verhältnis von B1 zu A1. Nun lösen wir quasi auf nach den gesuchten Faktoren und das Ganze sehen wir dann in unseren Auswerteformeln. Das Ganze ist programmiert als Code, ist natürlich nachgelagert nach der Messung. Die Messwerte kommen vorne rein und im Endeffekt läuft der Code durch und man bekommt den Rest raus. Zu verweisen ist hier auf Nicholson-Ross-Ware-Algorithmus, sieht man auch in den Quellen, wo der herkommt. Im Endeffekt hat man, oben kommen die zwei Parameter rein, wir haben die zwei Reflexionsfaktoren, die wir erstmal rausfinden wollen, das ist eine quadratische Gleichung. Quadratische Gleichung löst man über die Mitternachtsformel, mehr oder minder. Und man bekommt natürlich zwei Lösungen raus. Welche Lösung nimmt man jetzt? Die Auswahl geschieht dadurch, dass wir wissen, es ist ein passives Messobjekt und der Betrag der Reflexion
oder des Reflexionsfaktors muss kleiner gleich 1 sein. Das heißt, die Auswahl ist getroffen. Wir können das Ganze in die Wellenimpedanzformel einsetzen und wissen zum einen den Wellenwiderstand von Luft mit 50 Ohm, bekommen unseren zweiten Wert raus und können somit Epsilon R' ausrechnen. Das Ganze ist dann natürlich gut zu automatisieren. Was ist passiert, was wird noch passieren? Den Test. Man sieht oben links, das ist die Simulation gewesen. Die Simulation habe ich mit CST Studio gemacht. Das ist zur Simulation und Optimierung von elektromagnetischen Verhalten und Auslegung von elektronischen Bauelementen und Systemen. Nun, wie ist die Simulation aufgebaut? Das ist im Endeffekt außen ein metallischer Leiter und der innere Leiter auch metallisch. Wir haben dann außen der äußere Durchmesser, also komplett außen, sind 10 mm. Dann die Wandstärke sind 3 mm, das heißt, wir sind auf 7 mm runter. Und der Durchmesser des inneren Leiters sind dann 3,04 mm. Das heißt, es ist typischerweise der Endsteckverbinder. Genau. Wir wenden dann eben den, beziehungsweise es wird simuliert, man leitet dann eine Datei mit S-Parametern aus und haut die durch den Algorithmus durch, so doof wie es klingt, und bekommt einen Plot. Den Plot sieht man hier, ist Epsilon R über der Frequenz, die dielektrische Leitfähigkeit. Wie gut lässt ein Material das elektrische Feld oder wie gut leitet es im Vergleich zum Vakuum, ist das natürlich immer der Fall. Und Vakuum hat quasi den Wert 1. Ist durchaus nicht immer konstant über eine Frequenz. Wir haben jetzt hier das rosa-lilane in der Mitte, sollte Gummi sein. Das ist ein Epsilon R von 3 gewesen in der Simulation und es bestätigt sich in der Auswertung, wir haben Epsilon R von 3. Die Ausreißer kommen, das sind Probleme mit Lambda halbe. Da verreißt es einfach jedes Mal wieder die Berechnung. Genau. Das heißt, ja? Das sieht ja jetzt so aus auf dem Bild, als würde das Epsilon R frequenzabhängig sich verändern. Sind das Materialeigenschaften oder sind das Reflexionen innerhalb dieses Systems? Die Ausreißer? Das sind im Endeffekt die Ausreißer im System. Das ist jedes Mal, wenn man Lambda halbe hat, dann ist genau der Umkehrpunkt wieder. Dann weiß das System wieder nicht, ist es Henne oder Ei und verreißt sich einmal kurz. Plus minus 180 Grad. Genau. Genau. Das heißt, was wir damit zeigen konnten, wir konnten zumindest mal verifizieren, dass es soweit funktioniert, wie es funktionieren soll. Wir hatten vorher Epsilon R von 3 reingegeben und das Ergebnis zeigt, es ist auch Epsilon R von 3. Den Ausblick. Was natürlich noch ansteht, ist die Auswertung von Epsilon R', das heißt den Verlusten und Tangens Delta. Ist noch zu tun, ganz klar. Was zusätzlich aussteht, ist die Fertigung nach technischen Zeichnungen. Die technischen Zeichnungen habe auch ich angefertigt. Wir sehen hier ganz rechts außen ist der Außenleiter. Wir verschrauben von beiden Seiten mit den Messleitungen. Es ist auch eine kleine Nut für den Drehmomentschlüssel vorhanden. Wir sehen als nächstes den Innenleiter. Ist vierfach geschlitzt, oben und unten. Und ganz hinten, vielleicht sehr unauffällig, ist der Probenplatzierer, der ja im Endeffekt sehr wichtig für uns ist, damit wir jedes Mal reproduzierbar die Probe immer wieder an die gleiche Stelle bekommen. Vorstellen kann man sich das so, dass wir eine Probe nehmen, die wird vergossen. Dann wird die, je nachdem wie gut der Verguss ist, natürlich noch auf Maße abgedreht und wird dann im Endeffekt eingeschoben. Man steckt auf den inneren Teil den Innenleiter.
dann kommt die Probe drauf und von außen dann der, oder über alles zusammen der Außenleiter. Genau. Schnelle Platzierung, reproduzierbar. Das mittlere ist der Innenleiter, genau. Und die Probe, wo ist die? Die ist nicht dargestellt. Das wäre jetzt zu einfach. Genau. Genau, was steht noch aus? Ganz klar die Validierung am konkreten Beispiel. Das Ganze muss jetzt gefertigt werden, Freiwillige vor, Unterstützer sind immer willkommen. Und danach können wir quasi validieren, weil erst dann wissen wir, funktioniert es wirklich auch am physisch echten System, nicht nur an der Simulation. Das war es im Endeffekt schon. Fragen gerne. Frage, können Sie nochmal zurückgehen auf dieses Modell, was Sie mit CST Studio gemacht haben? Mhm. Ich verstehe das richtig, dass Ihr Ziel eigentlich ist, das Epsilon 3 hier rauszufinden. Genau. Jetzt würde ich sagen, also ich habe immer noch Schwierigkeiten mit diesen Ausreißern, was das sind. Offensichtlich sind das keine Noten, aber die Frage ist, haben Sie dasselbe mal ohne den Werkstoff gemacht? Das wäre doch der erste naheliegende Test, zu sagen, okay, das ist meine leere Röhre, wie sieht das aus im CST? Und das ist mit dem Ding. Haben Sie das? Also wir haben noch tatsächlich die Messung von in luftleeren, also nicht den luftleeren, sondern den mit Luft gefüllten Raum. Und das ist jetzt in dem Fall nur die Impedanz. Und auch hier haben wir 28,8 Ohm rausbekommen. Und das durch Wurzel 3 sind dann genau die 50 Ohm, die der luftleere Raum haben soll, der luftgefüllte Raum haben sollte. Also das ist auch 50 haben. Ja, genau, 50. Aber genau, wie gesagt, das sind 28,8 Ohm, das ist quasi normiert. Wenn man das jetzt durch Wurzel 3 teilt, kommt man auf 50 um. Also mich immer irritieren diese Ausreißer, ja. Die hätte ich nicht erwartet. Ist das jetzt irgendwie durch das verwendete Programm CST irgendeine Instabilität oder hat das eine physikalische Bedeutung? Das war im Code im Endeffekt, ja. Weil ich war also ähnlich verblüfft, wie ich die Ergebnisse gesehen habe. Sie müssen sich so vorstellen, Sie kennen die Lambda-Viertel-Transformation. Und die kann man noch weiter fortspinnen, dass man eine Lambda-Halbe-Transformation macht. Die wird keiner von Ihnen hernehmen, weil die nichts bringt. Weil die Lambda-Viertel auf einen Wert transformiert und die Lambda-Halbe auf die genau den gleichen Wert zurücktransformiert, den Sie ursprünglich hatten. Und genau diesen Effekt der Lambda-Halbe-Transformation sehen Sie hier. Das heißt also, Sie tun 50 Ohm, das ist der Netzwerkanalysator am Tor 2, einmal komplett rum im Smith-Diagramm. Ach, Sie könnten die genau, das Smith-Diagramm haben wir auch noch. Wie lang ist denn diese Transmission Line? Die In dem Fall ist sie dann Lambda halbe eben lang. Genau. Und tut Ihnen genau einmal komplett im Kreis rumtransformieren. Und dann sehen Sie nichts mehr von Ihrem Effekt. Ja, und klar. Der Algorithmus muss quasi raten gehen und er rät halt dann im Zweifelsfall verkehrt. Und sonst weil wohin. Genau. Das Vorzeichen ist dann mehr oder weniger fast schon, ja, wie bei der Poolstelle, einmal geht es runter, einmal geht es nach. Können Sie dazu nochmal die technische Zeichnung von dem Stück, das müsste ja dann so 7 bis 8 Zentimeter Länge, das sieht man etwa haben. Das kannst du nicht lesen, das ist klein. Es sind, also der Innenleiter hat 42,278. Aber also in der Simulation waren es, ich glaube, es waren genau 10 cm. Genau. Ja, die Simulation, genau. Das war nur jetzt quasi der Aktor, das wäre eben das, was jetzt noch dann wieder überprüft werden soll. Die eigentliche Frage wäre, versuchen Sie auch die Länge des groben Stücks? Sie haben das ja in die Mitte platziert, Sie könnten es ja eigentlich auch in den kompletten Raum reinsetzen. Ja. Hat das Einflüsse? Wollen Sie das noch untersuchen? Ja, also die Frage war, ob die Länge des Probenstücks einen großen Einfluss hätte. Im Endeffekt konnten wir es vermeiden, wenn Sie ein Wort dazu sagen wollen. Im Prinzip, wenn man es ein bisschen länger macht, wird man vielleicht ein Stück weit genauer werden. Es ist halt immer auch ein Stück weit ein Kompromiss, was jetzt in der Praxis in der Umsetzung händelt war. Es ist auch so, wer schon mal einen Endsteckverbinder in der Hand gehabt hat, weiß, ist dieser
Außenleiterteil, der eingesetzt wird. Mhm. In dem wollen wir schon mal gar nicht unsere Materialprobe haben. Mhm. Wer schon mal das Gegenstück Ende in der Hand hatte, weiß, da ist eine Einkerbung. Hier auch übrigens schön in der Technischen Zeitung im Schnitt zu sehen. Ja. Aus dem Bereich wollen wir uns natürlich aushalten. Es tut keinem Menschen weh, was hier vielleicht jetzt nicht angeklungen ist, was mein Student hier in der Kürze des Vortrags ein bisschen unterschlagen hat, ist, dass wir natürlich einen Netzwerkanalysator sowas wie einen Port Offset haben. Das heißt, wir kümmern uns gar nicht mal um die Strecke, die wir rechts und links haben. Wir müssen sie nur reproduzierbar vorsehen. Ja. Dafür berichtet eben diese Positionierhilfe und am Netzwerkanalysator wird der bekannte Port Offset eingestellt. Und der Netzwerkanalysator misst quasi ab Impedanzsprung. Er misst zwar den Impedanzsprung noch mit, aber hat sozusagen keinen Vorlaufbereich vor dem Impedanzsprung, den wir sonst herausrechnen müssten. Könnte man auch, genau. Wäre nicht wirklich schlimm, müsste man mit ein paar Matrizen jonglieren. Da ist nichts wirklich Dramatisches. Aber was man sich sparen kann, spart man sich natürlich über das Gerät umhin. Ja? Man kann dem Diagramm des Epsilon-R über der Frequenz entnehmen, ob der Impedanzsprung vom Hochohmige ins Niederohmige oder vom Niederohmige ins Hochohmige verläuft. Ja. Das heißt, die Richtung wieder vom Epsilon R gleich 3, der erste läuft nach unten und dann nach oben. Und wenn wir das nächste größer haben, dann bei 4,5 GHz, da läuft das genau umgekehrt. Das heißt, da ist ein Impedanzsprung in umgekehrter Richtung und die anderen sind eigentlich nur harmonische Effekte dieses ersten, weil die Frequenz höher geworden ist, deshalb haben wir mehr Wellenlänge auf dem System. Mhm. Und wenn ich das dann richtig interpretiere, existieren die Sprünge nach oben tun gar nicht. Also das ist ein das technisches Problem. Das ist ein technisches Problem durch den Aufbau. Das heißt, das Epsilon R wird sich an der Stelle nicht ändern, aber ich sage mal, im Vergleich mit den vielen anderen Methoden, die es gibt, denken Sie an die Resonatormethode, wo Sie nur ganz wenige Schnittstellen haben, wo der Resonator eben das macht, wie er heißt, dass er resoniert, haben Sie hier ja den Luxus, dass Sie fast durchgehende Werte haben und quasi diese Bereiche entsprechend interponieren können. Und damit ist die ganze Sache. Oder Sie sehen, wie bei einer Resonatormethode auch denkbar, eine zweite Anordnung vor mit einer anderen Länge, wie es Ihnen vorher eigentlich schon fast zu indirekt angeklungen ist, dann haben Sie die Stellen an anderen Frequenzen und wissen dann aus der Kombination beider Ergebnisse quasi, wie es denn dort wirklich ist. Man könnte ja auch in den Zeitbereich gehen, Netzwerkanalyser, vorausgesetzt, dass es ein lineares System ist, was ich hier mal voraussetze, habe ich dann gleich die Ortsauflösung. Und das hat natürlich gewisse Vorteile. Das ist ein Time-Domain. Ja. Aber die ganze Analyse genauso im Teil. Genau. Ich greife es jetzt gern auf. Ja, gern. Wollen Sie gleich kommen? Ja, ich wollte nämlich nur sagen, man hat ja auch diese Stoßstelle zwischen Stecker und dieser Luftleitung. Also, genau. Die muss man ja irgendwie separieren. Ja. Also ja. Mit Gating machen. Ja, jetzt muss ich bloß hier an der Stelle entscheiden. Also es ist bestechend, was man mit Time Domain machen kann. Also für alle, die diesen Begriff nicht kennen, ich messe den Frequenzbereich zunächst und transformiere dann in den Zeitbereich. Wenn ich konstante Ausbreitungsbedingungen habe, kann ich damit jedes irgendeinem Ort zuordnen, kann also Stoßstellen ausblenden. Schlechte Nachricht kommt auf den Fuß. Die Auflösung, die ich in dem Zeitbereich bekomme, ist natürlich dramatisch von der Frequenz abhängig. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel in so einen typischen N-Steckverbinder reinschauen wollen, dann werden Sie den bis 28 GHz betreiben müssen, um so die Größenordnung da. Tut er aber schon nicht mehr, weil er höhere Moden macht, aber dann würden Sie reinsehen. Da merken Sie, ui, da haben wir auch wieder nicht so viel gewonnen. Das war jetzt der Grund, warum wir an der Stelle ganz bewusst auf das Time-Domain verzichtet haben und gesagt haben, wir machen straightforward, wir kennen die Geometrie, ja. Beziehungsweise überlegen uns eine kniffige Technik, dass die Geometrie reproduzierbar ist und dann können wir auf die Zeitbereichsdarstellung quasi verzichten. Würden es dann eine DFT rückwärts machen, oder? Richtig, völlig korrekt. Das ist also eine inverse, diskrete Fourier-Transformation, die man da hat. Kann man wegen der Mathematik und schnellerer Rechenleistung noch irgendwelche Spezialformen davon verwenden, das ist klar. Aber die Mathematik bleibt immer die gleiche. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen. Okay, schauen wir mal, wer von uns. Das ganze Verfahren ist jetzt Kleinsignallösung. Das heißt, lineare
homogene. Genau. Ja. Also man könnte sich ja zum Beispiel auch irgendwas Exotisches vorstellen, irgendwelche Keramiken oder sowas. Ja? Klar. Okay. Zweite Frage, wenn Sie nochmal auf die Folie mit den Toren zurückgehen. Die? Genau die. Was ist denn mit den reflektierten Leistungen, die Mehrfachreflektionen haben? Also ich habe jetzt zweimal Impedanzsprünge. Und es ist ja nicht so, dass zum Beispiel B2' komplett wieder am Tor 1 rauskommt, sondern die laufen ja auch wieder Anteile davon hin und her, so lange bis sie verplätschert sind. Genau. Und der Herr Högern hat, das hat er Ihnen natürlich jetzt hier nicht vorexerziert an der Tafel, ist es natürlich durchgeknetet. Also man kann diesen Signalfußgraphen und den nächsten, den Sie gesehen haben, kaskadieren. Vielleicht nehmen wir die Gesamtfolie, da sieht man alles in aller Schön. Der ist es, genau. Dazwischen haben Sie das T, das ist also quasi diese Verzögerung, die Sie dort haben und auch Dämpfung, die Sie erfahren. Und entweder können Sie es formelmäßig machen oder es gibt auch ganz knuffige Dinge, so wie Sie in einem Schaltplan Widerstände zusammenfassen, können Sie hier auch parallele Zweige zusammenfassen mit ein bisschen anderer Mathematik und reduzieren den rechten auf den linken Graphen. Inklusive aller Schleifen, die da drin sind. Das kennen Sie vielleicht bei Verstärkern mit Rückkopplung. Da haben Sie auch sowas mit einer Schleife und schreiben dann irgendeinen Bruch hin, wo Sie auch die Kreisverstärkung drinstehen haben. Und so eine Geschichte haben wir hier auch, und zwar genau genommen mehrfach, weil Sie sehen, Sie können da mehrere Schleifen drin finden. Kann man aber so durchkneten, ist halt ein bisschen sportlich. Das muss man sich ein bisschen hinsetzen, aber allemal besser als wie mit dem Rechner, weil dann hat man es eben als Formel und greifbar. Und das sind die Formeln, die er eben hier rausgekriegt hat. Das sind die beiden oberen, da haben Sie dieses umgeknetet quasi dastehen. Und da ist das alles mit berücksichtigt. Sie können übrigens auch die Energieerhaltung hier wiederfinden, kleine Schmankerl am Rande, wenn Sie den Term da oben mit dem 1 minus Betragsquadrat sehen und die Wurzel draus. Und wenn Sie das ein bisschen umstellen, die Wurzel wieder wegtun und unten Quadrat hinschreiben an das Lambda, dann merken Sie die zusammen, eben nämlich in der Summe Grad 1, das was in dem vorderen Teil durchgelassen wird, im ersten Teil, und das was reflektiert wird. Aber Energie kann man nicht beliebig vermehren oder so von selber. Das ist die Energieerhaltung, die er durchschreibt. Ja, also wir arbeiten dran. Weitere Fragen? Ja. Gibt es Erkenntnisse zum Tangens Delta? Denn der erweist sich ja bei hohen Frequenzen als besonders böser. Richtig, aber so weit sind wir noch nicht. Genau, kommt noch. Aber da muss es ja Quelle geben, analog zu dem Nicholson-Ross-Weyer. Jetzt machen wir schon ein paar Ideen. Hier eine Frage zur Kalibrierung, das wollten wir ja vorher bei der Messung machen, das Ganze kalibrieren. Und jetzt sehe ich da auf dem Bild, dass das gut, dass das da ist. Links und rechts sind wohl diese rundförmigen, weiß gefüllten Teile. Das sind quasi nur die Steckverbinder. Das ist das Rohr und das ist teilweise mit dem Dielektrikum gefüllt, wo genau. Die Reflexionen aufhören. Jetzt müssen Sie ja so eine Kalibrierung mal machen, SOLT oder irgendwas. Ach, korrekt. Mhm. Und da würde ich ganz gerne wissen, wie Sie das vorhaben. Die Bezugsebene. Ja, das wäre schon. Also, Sie können sich aber. Also, kurz gesagt, ist korrekt. Es gibt bei jeder Kalibrierung, das ist ja eigentlich das Entscheidende, darum mache ich die, gibt es eine Bezugsebene. Die liegt übrigens beim N-Steckverbinder so im Stecker drin. Das ist die Berührungsebene. Genau. Und da kommt eben jetzt der Port Offset ins Spiel. Das heißt also, ich kalibriere ganz normal mit einem Verfahren meiner Wahl, habe den Luxus, das was Sie hier sehen und was hier gezeichnet ist, ist letztendlich ja sowas wie eine Luftleitung. Sie haben, wenn Sie es nicht mit Dielektrikum füllen, keine Probe drin haben, haben Sie im klassischen Fall eine Luftleitung. Das heißt, es ist direkt steckkompatibel zu dem N. Ich schraube rechts und links das N drauf. Einzige Problem, was ich jetzt habe, die Probe füllt ja nur einen Innenbereich aus, nicht bis an den Rand hin, und das erledige ich eben mit dem Port Offset. Das ist eine Größe, die ich an jedem Netzwerkanalysator einstellen kann. So und so viel Millimeter verschiebe ich jetzt die bereits kalibrierte Referenzebene in das Messobjekt hinein. Ich kann sogar einen Verlust noch mit angeben bei besseren Geräten, und der rechne ich mir sozusagen im Leitungsmodell rein. Dieses Stück als 50 Ohm Leitung. Das ist ja nur eine 50 Ohm Leitung, da passiert nicht viel. Also, so haben wir es jetzt genähert. Ja. Echt? Das
sicher gibt es Unwägbarkeiten an den Steckerübergängen, ein bisschen Gerippel wird da noch drauf sein. Wer ein bisschen Erfahrung hat, kennt, das ist dann ein Rippel auf der Messkurve. Da haben wir jetzt noch keine echten Messwerte, soweit sind wir jetzt darüber diskutieren, wie groß der Rippel ist und wie weit es dem Dielektrikum zuzuschreiben ist oder wie weit das vielleicht an den Steckerübergängen. Wir hatten noch. Hat diese Probe jetzt nur einen Realteil vom Epsilon gehabt oder hat es da auch einen imaginären Teil? Hat auch, genau. Aber hat einen imaginären Teil, aber den haben wir noch nicht ausgewertet. Genau. Wir hatten noch ganz oben noch eine Frage. Okay, dann ist das quasi. Ja. Kann man das Objekt dann nicht so bauen, dass man das vollkommen mit dem Dielektrikum zusammenkommt? Ja, wird. Die sind die Stecker, die dieses genau. Hier einbringen. Wie soll man, also wir haben es gar nicht zum Zeigen dabei, gell? Genau, man sieht es auch vergrößert im unteren Teil. Das ist eine Schwäche, wenn Sie so wollen, an dem Stecksystem. Genau, man sieht es genau. Vergrößert. Weil das Inhalt schön robust ist. Vielleicht wollen wir es mal später in einem Praktikum einsetzen, genau. Hier an der Hochschule. Also, genau, wenn Sie natürlich ein paar Tage überleben. Mal, wenn sich zeigt, dass es natürlich robust genug ist, könnte man natürlich auch einen kleineren nehmen, aber mal, das Problem verschwindet nicht dadurch. Ich sehe bei dem Verfahren, das ist ja im Prinzip ein bekanntes Verfahren, Transmission. Genau. Wenn man da aufpasst, dass da keine höheren Moden auftreten und so weiter, dann ist die Sauerung okay. Und ist auch sehr schön durchdrungen, theoretisch, praktisch. Der Haken an der Geschichte ist nur, egal was für ein Material ich da einbringe, da muss ich aufpassen. Sie haben es ja schon angedeutet, wenn es noch robustes Material ist, das Rohr, der Kontakt da draußen, ist ganz heikel. Ja. Machen Sie einen Extremfall, ich habe sowas mal vor vielen Jahren mit Absorbern untersucht, das ist ein Schaumstoff, das ist eine Katastrophe, weil das Ding hat möglicherweise eine kleine Luftschicht, das wird ganz kompliziert. Wenn Sie etwas haben wie so ein Gummi, was sich da perfekt einschieben lässt, super, aber schon bei der Keramik müssen Sie irgendeine Art Presspassung da machen. Das ist schwierig. Das minimal wird. Ja, ja. Und das geht tierisch ins Messer gegen das ein. Ja, da muss man eine Fehlerbetrachtung machen. Ja, genau. Das ist der Haken. Ich wollte also nur auf die Fehlerbetrachtung hinweisen. Das ist ganz wichtig. Genau, man kriegt im Endeffekt die gleichen Problematiken, wie wenn man das offene Leitungsende auf die Probe aufdrückt. Ja? Einfach diese Lufteinschlüsse. Ja. Die werden ja dann eigentlich die Nummer geben. Was ist dann entweder zum Deckel rausziehen irgendwie, oder zum Innenleiter? Irgendwo wollen wir hin. Wie ist das? Wie schafft man das? Diese Inhomogenität, der jetzt eigentlich in Epsilon und diese Stelle ja verbiegt, in den Griff zu kriegen? Oder ist das egal? Also, ich würde es sagen, im Wesentlichen ist das ja alles schön radialsymmetrisch aufgebaut, also auch unsere Probe. Das heißt, wir haben eine klassische GM-Leitung. Also, die Probleme sehe ich jetzt nicht so sehr. Was Sie indirekt vielleicht in der Frage ansprechen, worauf man sich natürlich bewusst sein muss, ich habe zwei Reflexionsstellen. Also an der Stelle, wo die Probe aufhört, gibt es nochmal eine Reflexion, so wie eben vorher modelliert. Die muss ich beachten, so wie ich auch die erste beachte. Aber ansonsten habe ich eine großkritische Sache an der Stelle. Weil ich sozusagen die Schnittfläche genau parallel mit den Feldlinien laufen lasse. Wenn da Bearbeitungsfehler entstünden, dann schaut die Welt anders aus. Das ist auch wieder so ein Punkt, der da reinkommt, wenn die Fehler ist. Man sagt sozusagen, diese Inhomogenität, die tut man mit der Betrachtung der Reflexionsfaktor an dieser Position irgendwie für mathematisch gelöst. Erstmal der maximale Frequenz, die wir jetzt haben, 10 GHz rausgekommen. Also, die maximale Frequenz? Bis jetzt haben wir bis 10, was hatten wir, 10 GHz? Ja, genau, simuliert hatten wir bis jetzt bis 10. Genau. Das Ziel waren 8, noch was. Aber noch nicht, aber simuliert. Genau, bis jetzt simuliert. Jetzt die Frage fragt ein bisschen impliziert, ja, woher kommen die 110? Diese Verfahrensübersicht hat der Högerl in der Weise vorbereitet, dass er mal die Maximalparameter der jeweiligen Verfahren aufgezählt hat. Und da ist es eben so, die Koaxialleitung können Sie bauen mit einem Innendurchmesser des Außenleiters von 1 mm. Der Innenleiter wird dann so 0,4 mm paragrätschte. Der muss dann noch gebohrt und geschlitzt werden. Genau. Das ist so ziemlich genau auch die Schallmauer der heutigen Technik. Sie können keine Koaxialleitung bauen, die
quasi noch höher frequent geht, weil die Abmessungen noch kleiner sein müssten, damit keine höheren Moden auftreten. Und deswegen ist das ein ganz guter Benchmark, dass man sagt, okay, mit dem Verfahren wird man nie über die 110 rauskommen. Dass ich einen Studenten jetzt nicht gerade eine 110 Leitung hier in die Luft. Also ich habe selber schon drei gemordet und ich bin schon länger im Chef. Also Sie werden es verstehen, das werden wir sicher nicht im Bereich. Genau. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Ach, gern. Zeit haben. Ja, ich war sehr schnell. Es gibt ja noch ein ganz anderes Verfahren, was man einsetzen kann aus der Mikrowellentechnik, die sogenannte Arch-Technik. Das ist ein Bogen über einer metallischen Fläche und wenn ich jetzt absorbe und untersuche, dann lege ich die da oben hin, habe dann zwei Mikrowellen natürlich, die ich dann auch einen Einstrahlwinkel ändern kann. Die Problematik ist natürlich, wie groß ist denn maximal Ihr Objekt? Weil das geht nur, wenn ich ein bisschen Größe habe, für so etwas Kleines, genau. Eine Transmissionleitenfrage. Ja. Ist es immer Keramik? Also ich denke mal, das Messobjekt kann natürlich auch größer werden. Es geht ja nur da durchaus möglich, ja. Aber wenn er nicht groß ist, dann hat er Arch keinen Sinn. Also natürlich, Ziel war es natürlich, Steckverbinder anzuschauen, die Größen, aber im Endeffekt, wir wollen ja die Materialparameter wissen und von dem her ist es wurscht, wie groß der Materialblock ist. Wenn Sie eine größere Materialfläche hätten, der Sinn der Geschichte ist, dann können Sie unabhängig von diesen Limitierungen mit ganz einfachen Fernfeld arbeiten. Mhm. Und können die Winkelabhängigkeit noch ermitteln. Das heißt, Sie können dort sehr wertvolle Daten haben. Aber wenn Sie die Größe nicht hinkriegen, Ein Spruch. 10 MHz bis 10 GHz. Ja, ich spreche nicht von 10 MHz, da geht das Verfahren nicht. Ja, ganz wir haben das bearbeitet. Das war ja einfach. Aber ich verstehe, das ist hier das Problem, schwerpunktmäßig GHz. Schnelle Interconnects ermitteln. Nee, wir wollten wirklich von den Basics rauf, wirklich von den Gigahertz. Also wir wollten einfach ein komplettes Spektrum einmal abgraben. Ja, Hintergrund kann ich auch gleich aus dem Nähkästchen plaudern. Man will halt den Studenten auch zeigen, da ist ein Datenblatt von einem Hersteller, der lügt auch offensichtlich nicht, der Wert misst man selber auch so nach. Aber für höhere Frequenzen wird es halt anders. So war die Idee. Ist untergegangen. Aber hoffentlich den Ton geredet, das ist nämlich völlig gut, dass man das nee, macht. Nee. Es ist ja, ich meine, dafür machen wir es ja auch, dass wir hier auch neue Meinungen kriegen und Gegenmeinungen kriegen, sonst hätten wir es uns auch sparen können. Frage, ja. Gerne. Habt ihr vor, auch Komposite damit zu untersuchen, beispielsweise Glasfaser? Wäre denkbar. Wichtig oder schwierig ist da, dass man halt genau das schön homogen da drin verteilt hat, auch dass man es wieder schön reinbringt, die Formgebung. Das sind Sachen, die stehen, das ist alles noch offen. Ja. Darf ich auch mal kurz? Ja, klar. Als Chemiker ein Kommentar. Also die Dielektrizitätsdetektoren, die sind der Flüssigchromatographie seit Jahrzehnten. Genau. Die messen das im Mikroliterbereich aus. Okay. Und zum Zweiten, zur Kalibrierung würde ich halt pA, also pro Analyse reine Substanzen einfach als Flüssigkeit einfügen. Diese Detektoren. Ja, wenn die dicht wären gesteckt, also die wären theoretisch nicht. Die sind dicht bis 300 Atmosphäre. Aber nicht jetzt das, was wir hier so an der Hochschule für intelligent. Weil es ist gar nicht laufen. Ich weise ja nur darauf hin, solche Dinge gibt es in anderen Arbeitsgebieten. Keine Frage, wird auch nicht bestritten. Ganz klar. Wobei die flüssigen Sachen ja für uns weniger relevant sind, sind mehr so wie die. Ja, wenn wir in einer Durchflusseinrichtung jetzt auch Festkörper durchblitzen lassen, also da gibt es mikrostrukturierte Kanäle, wo das gemacht wird. Ja, wir hatten aber auch in der Betrachtung, also am Anfang, wo wir geschaut haben, was geht nicht, hatten wir auch die mit bedacht, also wo man entweder in Flüssigkeit was reinlegt und sich da anschaut, wie sich es verändert. Es würde die Kontaktprobleme beseitigen. Genau. Frage nach der Standardabweichung, Bemessung, solche Geschichten. Ja.